Liebe Münchnerinnen, liebe Münchner, herzlich willkommen am wunderschönen Marienplatz bei wunderschönem Wetter. Erstmal Respekt, dass Sie alle hier sind heute zu einem ganz besonderen Ereignis. Auf geht's, Schafflerkummer heißt der traditionelle Spruch und deswegen ein ganz besonders herzliches Willkommen an unsere Schäffler. Herzlich willkommen am Marienplatz. Die Geschichtsstunde wird sehr kurz zu den Schäfflern. Man sagt, und ich glaube es einfach mal, vor mittlerweile genau 505 Jahren, München war damals gebeutelt von der Pest. Das waren aber auch so die Ausläufer zu das Ende der Pest. Haben die Schäffler einfach sich damals überlegt, wie kriegen wir die Leute, die tatsächlich ängstlich waren, die daheim waren, die sich nicht rausgetraut haben, wieder auf die Straße. Und dann haben sie den guten Einfall gehabt, sie üben einen Tanz ein. Enger auf die Straße und tanzen für die Leute und hoffen, und es hat funktioniert, bis heute, wie man sieht, dass dann die Leute ihre Angst zurücklassen und wieder auf die Straße gehen, feiern, tanzen mit den Schäfern und vor allem diese Angst nach einer solchen Epidemie einfach wieder weg ist. Und ganz ehrlich, ich glaube, ich brauche es nicht nachhaltig erklären, wir haben jetzt zweieinhalb sehr schwierige Jahre hinter uns. Wenn das halt der richtige Anlass ist, dann jetzt. Ich bin sehr dankbar, dass die Schäffler heute für uns tanzen und quasi für uns auch die hoffentlich, ja, die hoffentlich bald stattfindende Beendigung unserer Corona-Pandemie mit einleiten. Sie jedenfalls haben die Idee alle erkannt und ich bin sehr dankbar dafür. Und wenn man so viel Leute da hat, und die Schäffler tanzen, dann hoffe ich sehr, dass wir wirklich erleben, dass das Leben wieder ein Stück weit normaler wird. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund und vielen Dank an die Schäffler. Dankeschön. Danke.